Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ich habe gerade noch beim Mund eine Sekunde. Okay, Entschuldigung, mussten wir noch einen kurzen Nappen hier reinstopfen für die Aufnahme. Hab's nicht rechtzeitig gekaut bekommen und ja, Magie, du musst deswegen niesen. In der letzten Folge haben wir gegen Jude gekämpft und ja, er hat uns gesagt, dass eine Freundin von ihm, Mila, auch irgendwo hier in dieser Welt gelandet ist, weil er kommt aus einer anderen Welt und ja, ist irgendwie offensichtlich. Und ja, wir suchen die jetzt und haben noch eine ganze Menge andere Missionen hier angenommen, so irgendwas über Lindwürmer. In Lothringen müssen wir irgendwie noch was machen und in Abal und ja, wir sind viel sehr beschäftigt. Wo muss ich hin? Wie geil, Eisspitzen. Ach da, ist er nicht weit entfernt oder so, ne? Okay. Anscheinend tut ein Pinguin hier voll die Randale anrichten. Ich habe schon wieder vergessen, wie man den Rang nennt. Ich habe die Ringe noch nie irgendwie auswendig lernen können. Ich glaube, da ist der gleiche Rang wie Shigure. Er kann irgendwie nicht sein. Irgendwie darunter Prätor, das ist da glaube ich wie Dingens war, was Eleanor, aber die ist doch auch ein gleich dran gewesen, oder? Hi, na, tut mal leicht erledigt, dann müssen wir dich ja wohl auch erledigen können. よんだい精霊とやらを使うはずよ。おい、今ジェルルって言ったぞ。つまり私たちを美味しいものと見てる。まさか人食いペンギョンってわけ。ま、待ってください。ジュードペンギョン。確かにミラは食いしん坊だけど無意味に人を襲ったりは絶対しないよ。 あ。あれ。この金魚はミラじゃ。大丈夫？お、お腹が空いて連絡を聞いて飲まず食わずでここまで来たから。そこまでだ。なぜミラ？またペンギョンをいじめているのか。食べるためならまだしも。 不吉だからなどという曖昧な理由で命を奪うのは見過ごせない。ペンギョンたちに代わって私が相手をしよう。お、カンフテは。108 okay, sie ist ein bisschen stärker, war zu erwarten. Ja, Mila, eine die zweite Hauptcharakterin von Tales of Exilia 2. 1, mein Gott. Zusammen mit Jude und ja. Die machen wir jetzt platt. Erst beschützt die Geister und jetzt ist sie Beschützerin von Penguins, ehrlich. Die beiden sehen sich so ähnlich. Jetzt mal ehrlich. Ich will ja nicht das Kostüm anhaben, ne? Aber sonst wird man dann irgendwie eher sehen. Irgendwie sieht aus, irgendwie sieht Velvet aus wie eine böse Variante von Lila, finde ich. Na, die Geister setzt sie aber bis jetzt noch nicht ein. Oh mein Gott, sie macht Schaden, Menge Schaden. Okay. Die japanische Stimme habe ich gar nicht so im Kopf, merke ich gerade. Ich nehme an, das ist die gleiche. So, guck mal her. Schlitz und Stich und Schuss. Oh gut, war jetzt eigentlich nicht geplant. Oh mein Gott, ehrlich? Ach man.
Warum bekommt er immer so viel Schaden? Ich verstehe nicht. Und zack. Und boom, boom, boom. Und die Agro-Version von Hubert, ey. Oh Mann. Ja, das ist ihre Mystikart auf dem Original. Aua. Mann. Er hat gedacht, sie ist so eine Herausforderung. Mit Schade hat, wenn ich Jutes Mystikarts gesehen habe, das regt mich ein bisschen auf. Nein! Oh. Boah, eine. Ich hätte beinahe Indignation einsetzen können. Ja gut. Open the gates of hell. Indignation. Das war sogar der letzte Schlag, sehr gut. Ich liebe diese Technik. ジュードが言っていた精霊の主というのも、まんざら嘘じゃないわね。ジュード。ジュードを知っているのか。彼は今どこにいる。そこよ。ジュード。よかった。無事だったのだな。見ろ。僕がわかるの。当たり前だろう。 多少小さくなったが、君は君だ。何も変わらないよ。ありがとう、ミラ。何も変わらないと言われると、ちょっと複雑だけど。確かにこの姿は少し困るな。レイヤやエリーゼは心配するだろうし、アルビンにはしつこくからかわれそうだ。 元に戻る方法はあると思う。ローンベッカンシャビン。戦った。やはりペンギョンを虐待する不届き者か。違うってば。全部勘違いよ。この人たちはミラの情報を教えてくれたんだ。ペンギョンのこともいじめたりしていないよ。そうだったのか。すまない。 どうやら私がハヤトチリをしたようだな。皆さん、連絡ありがとうございました。筋を通しただけだ。礼には及ばん。仲間と会えてよかったね。けど何も解決していないわよ。大丈夫だ。解決法は2人で探す。柔道を元に戻す方法も、 リーゼマクシアに帰る方法も。お前も一緒に来るか。その金魚は？うん。なぜか懐かれたが、私も他人とは思えないのだ。そうだね。<笑> Irgendwann kämpft man gegen beide, ne? Ja, あいつの術は俺たちの精霊術とは根本から原理が違うように感じた。じゃの、むしろ他の世界から来たというのに納得じゃ。そう。なら放置でいいわ。タイマシを倒している以上、精霊に手を貸す心配もなさそうだし。でも 味方になってくれるかもしれないよ。どうかしら。味方にするにはあの精霊の主様は相当手強そうよ。それにジュードペンギョンをエレノアが食べようとするかもしれないしな。食べませんよ。Sehr gut.
als Ried des Großmeisterschmieds. Das wird mir nicht gefallen. Aufhören vom Decken auf 10. Ein Kochlevel erreicht, ausgezeichnet. Nein, mein Gott. Habe ich nicht diese Figuren schon? Nö, hatte ich nicht. Juri und Ludger und Lloyd habe ich und Martha und Sorey. Okay. Nom, nom, nom. Gut. Für was haben wir noch Zeit? Wollen wir Hintergrundgeschichte von Arthur lernen oder Erdenpulseingang am Schrein der Ruhe? Okay. Können wir dann wieder, warte mal, boah, wo war's? Ruhewald. Hä, wo ist das denn? Schrein der Ruhe. Aber, warte mal, muss ich nicht, oh, darf ich mir den Antiquitäten in einem Katnixhafen? Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat was mit Survey zu tun. Vielleicht müssen wir gegen den kämpfen oder Shenlong noch mal. Oder gehen wir erstmal nach Abal. Mal gucken, ob wir da irgendwie ein neues Gebiet oder so freischalten. Sollen wir gleich mal speichern. Weil wenn ich wirklich ein neues Gebiet freischalte. Wenn ich ein neues Gebiet freischalte, ne? Und da sind Gegner, bei denen ich leicht hätte aufleveln können, dann werde ich sowas von ragen. Also Mila war jetzt Level 108. Ich hoffe, ich hoffe, die war jetzt nicht ein Anzeichen dafür, dass Artorias und Illuminat viel zu schwach jetzt sind. Wir mögen wie einen Tee versalzen. Ich möchte mich jetzt nicht irgendwie für den einfachen Bosskampf oder so haben. Wäre richtig dämlich. Ich glaube, die waren Level 98 oder irgendwie so. Level 98 irgendwie, ja. Level 100, damit er reichen, ne? Ja, das sieht so von nach Bonus Dungeon aus. Sieht definitiv aus wie ein Bonus Dungeon. Da ist ein Stufe Rot Monster. Okay. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. So, was ist mit dir? Level 70. Andere Musik. Stimmt. Tragen jetzt auf Klamotten. Die Musik kenne ich aber nicht. Ist wahrscheinlich von Tales of Destiny 2. Ich krieg direkt was Neues. Das war eine Anspielung an Tales of Exilia 2, was er gesagt hat. Sowohl kann man für jeden Charakter hier die Dings ausstellen. Da ist die nächste, wäre Tales of Phantasia. Das habe ich die durchgespielt. Ich kam an einer Stelle nicht weiter. Mich auch mal irgendwann Let's Playen. SG-Kosten. Ich kam wortwörtlich an einer Stelle nicht weiter. Ich wusste nicht mehr, was ich machen muss, wo ich hin muss. Wo es als nächstes weitergeht, das war furchtbar. Ich habe sogar im Internet nachgeguckt oder so, ich hatte keine Ahnung, was ich als nächstes machen musste. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr, seit ich irgendwie, weiß ich nicht. Das ist schon seit Jahren nicht mehr passiert, dass ich nicht weiterkomme, weil ich irgendwie nicht, weiß ich nicht, nicht wusste, wo es hingeht. Nicht, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, irgendeinen Boss oder irgendwie sowas zu besiegen.
Ja, das ist die Kampfmusik von Test Fantasia. Schade. Ja, die Musik kenne ich noch, das weiß ich noch. Wenn ich hinkomme, komme ich keine Ahnung wohin. So, nächste Musik. So, oh Gott, Test Wechseler 2, das habe ich nicht mehr im Kopf. Sobald ich sie höre, aber dann habe ich sie wieder im Kopf. Boah, ich habe schwer umgeschissen. Kommt mir gar nicht bekannt vor, die Musik. Na doch, das Lied. Ballern wir mal die Musik ein bisschen nach oben. Oder auch nicht. Ah. Okay, dann nicht. War sowieso sehr leise. Das Lied will ich sowieso nicht hören. Ist irgendwie doof. So, Tales of Graces F. Welches? Tales of Graces F hat, weiß ich nicht, 7 oder 8 Kampfthemen. Je nachdem, wo man gerade ist. Ja, kommen ja Erinnerungen, ne? Jetzt, ich bin hier richtig. Verdammt. Entschuldigung, bitte. それは制約の力によって数ヶ月かけて組み上がっていくはずだ。己が身に取り込んだ力を操作する術。そうだ。ソーサラーリング、ブリュンヒルト。我々の大陸では太古に失われた技術だ。再生するには相応の代償が必要になる。 私の命で制約をかけています。この術式は私が死ぬことで完成する。何か言いたいことがある。いいえ。この術式は聖主カノノシを占有するカムイ完成のために絶対必要なもの。同種の力を持つジークフリート・メルキオル様が探索されていますが、未だ発見できていません。こちらの開発を急ぐ。 それでよい。以後はソーサラーリングの完成に集中せよ。承知しました。よもや後悔などしておるまいな。まさか。こいつがただの精霊だと再確認しただけ。はい。私は精霊シアリーズ。あなたの理想を実現するための道具。 Das Serie sieht aber echt gut aus. Ist mal ganz ehrlich. シアリーズの制約は神のため命を代償にするなんて。しかも奥さんが転生した精霊としているのに。いえ、以前の私ならこれも断りとして受け入れていたでしょうね。ともかくこれでつながったな。シアリーズの剣もアイフリードとジークフリードの剣も 全部カノヌシを操るカムイを完成させるためだったわけだ。めっちゃ待ってたわ。ネッツンカンプ。全部わかった。私。だが、聖霊はジークフリートの術式を入手した。カノヌシのカムイを完成させている可能性は高い。 Ne, lass uns zurückgehen, wir sind hier richtig. Wir sind mal zurück.
sehen wir verdammt noch mal richtig. Okay, gab es ja noch einen anderen Weg, ne? Wenn die alle zum gleichen Weg führen, ne? Da ist noch ein anderes Gebiet. Boom, boom. Boah, Speedrun. Den gesehen. Ja, da sieht man auch irgendwie, wo die hinführen, habe ich so ein Gefühl. Hi, tschüss. Für wen habe ich noch mal diese Schuhe bekommen? Sollte ich vielleicht noch mal mehr kämpfen. Oh, welchem, das ist aus dem Future Arc, oder? Ne, das ist aus dem Final Dungeon, glaube ich. Okay, passt, Richard, ne? Jetzt Magie ein, oder auch nicht? Tales of Graces, damit habe ich eine sehr gute Beziehung. Erste Tales of Graces, ich hier Let's Play hatte. So. Wollen wir mal gucken. Müsste jetzt Tales of the Abyss Musik kommen. Hoffentlich das Lied, was ich am liebsten gehört habe. Nein, schade. Das ist genau nicht das Lied, was ich haben möchte. Ich glaube, das zweite Kampfthema von Tales of the Abyss war am besten. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Doch irgendwie so. Ich glaube, in irgendein Spiel war sogar als Bonus-Kampfmusik. Tales of Graces F, glaube ich. Das ist auch ein oder Test Exilia, weiß ich jetzt nicht. Da war bestimmt ein Spruch aus Destiny. Also Dings, Roko hat irgendwie was von Welten zerstören gesagt, was ja genau das ist, was Ludgang gemacht hat in Exilia 2. Das ist die Strata-Kampfmusik. Schade, das sind nicht so gute Musikstücke, finde ich. Das von Magilo war am besten, also Tales of Phantasia. Und Tales of Phantasia hatte nur eine Kampfmusik, ne? Okay, vielleicht hatte es mehrere, aber ich habe mich, bin ich weit gekommen, irgendwie um die alle zu hören. Aber ich nehme mal an, es hatte mal einer nur. Ja, Magilo, ich möchte Tales of Phantasia Musik hören, also am besten. So, da ist ein Stufe Rot Gegner, den machen wir platt. Dürfen wir erschaffen. Die Gegner sind ja Level 70, damit der wohl auch nicht so duft sein, ne? Ei. Oh, Schammler. Mehrere Gegner. Und ich muss mal mit Leichtigkeit weghauen, ey. Oh, ach, ich habe nicht genug. Boah. Oh Mann. Mit Rokos. Was? Wie seid ihr bitte schön tot? Oh Mann. Da, wie habt ihr es jetzt schon wieder geschafft zu verrecken? Seine Mystic Art, ich habe glaube ich von jedem Charakter hier schon die Mystic Art einmal geschafft auszulösen. Tut mir leid. Das werf mich mal an. Was zum? Er hat 6000 abgezogen, hallo? Ich jetzt all meine... Alter, hör auf damit. Ich muss mich gerade wiederbeleben. Wow. Ich habe sogar herausgefunden, wie man seine Mystik hat
einsetzt. Es war sehr schwierig, man muss irgendwie zweimal kontern und irgendwie sein Schwert raus und haut einmal zu und dann kommt die Mystik. Also das sieht voll episch aus. Wann wärt ihr nur dabei gewesen, ey? Wie macht er uns hier gerade fertig? Ach, die respawnen die ganze Zeit natürlich. Okay, geh weg da. Ja. Wieso? Was zum? Alter! Wieso verlieren wir gerade? Der ist nicht mal annähernd stark genug gegen uns, um gegen uns zu bestehen. Na, warte. Ja, Magie absorbieren. Warum klappt das nicht? Ja, doch Magie ab. Pff. Hallo? Aua! Was machst du da? Ja. Gegner ist nervig, der muss sterben. Also, irgendwie sind ironisch. Irgendwie Natalia, ja, Eleanor kann irgendwie Lost von Drive, die Attacke von Luke aus Tales of the Abyss. Und dann ein Kostüm von Natalia aus Tales of the Abyss. Finde ich irgendwie ironisch. Und du bist weg. 336 Erfahrungspunkte. Initiiert das Experten. Stufe 3 zu halten. Was? Ich hätte viel früher auftauchen sollen, oder? Weil ich habe letztens schon Stufe 4 bekommen, ja. Von Jude, glaube ich. Okay. Mal weiter, was hier ist. Ich glaube, ich gehe mal kurz raus und speichere. Das klingt nach eine sehr gute Idee, ne? Und blub. Würde ich sagen, ich beende den Part hier kurz. In der nächsten Folge gehen wir weiter hier rein. Gucken, was hier noch auf uns wartet. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.